So, komm zurück. Ja, das war ein idealer Punkt. So, ja. Und ja, es ist eine Motorradfahrmission. Teilweise. Wir wissen teilen. Oh Gott. Ich und Fahrzeugsteuerung. Bin ich blöd, dass ich das hier einfach stehen lasse? Beim letzten Mal habe ich stehen lassen, das weiß ich nicht. Und ich werde jetzt nicht zu langsam hier lang fahren. Ah, ich bin zu faul, wie ich sie mit Scheiß anzuhalten. Genau da oben ist irgendwas, was ich unbedingt brauche. Hier irgendwo ist ein Gegner, den ich nicht unbedingt brauche. Na? Das sind einfach mal doof versteckte Schätze. Und nein, das war nicht beabsichtigt, dass die Kamera nah an ihren Hintern ranzoomt. Das weiß ich nicht. Was da hoch? Was da? Was da hoch? Was da rüber? Ich muss da rüber. Ich muss hier auch runter. Ich muss hier rein. Dup, 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 dup. Und ja, man kann sterben, wenn man sich dumm anstellt. Ach genau, ich brauche diesen Kopf. Ja, aber diese Heilgrünze. Ich wollte ja nicht, dass die Kamera hier wieder zurückspringt. Ja, aber die Heilteile sind eigentlich immer gut zu erkennen. Also, identifizierbar als solche. Man hört, oh Gott, da macht irgendwas Geräusche. Das Viech nutzt zwar Deckung, aber... Na? Wo ist er denn? Er taucht auch erst wieder auf, wenn man fast unten ist. Ups. Ich will, dass du da runterfällst. So. Genau. Das ist egal, wie man da wegspringt. Das war wenigstens... also es ist machbar. Es ist jetzt nicht unmöglich. Ah, achso, ich muss sagen. Ach, das ist der Knopf.
Diesen Hinweis hatte ich beim letzten Mal übersehen und man kann auch so, ups, gut durchfahren. Ach, wenn man zu schnell Gegenwände fährt, dann nimmt man natürlich auch Schaden. Genau mit dem rechten Schulterbutton kann man. Genau, man hat hier die Möglichkeit, hier hinzugehen. Was sich eigentlich anbietet. Und man weiß, okay, hier ist eine Weltkatze. Man sieht hier tote Typen. Und man sieht hier ein Heiltrank. Aber man sieht hier nicht, dass da irgendwas ist, was man sagen muss, oh mein Gott. Der Maya-Kalender hatte nur 360 Tage. Die übrigen 5 wurden Unglückstage genannt. Die Maya glaubten, dass sich jedes Jahr während dieser Unglückstage die Tore der Unterwelt öffnen würden. Ja, ist ein riesiges Fußballstadion. Und da steht Xibalba. Also die Sachen hier mit Maya-Zivilisation und so angedeutet werden, sind... war das nicht irgendwas, dass ich den Kopf da... Achso, stimmt, ich muss dieses Rätsel lösen, damit ich den Kopf da wegnehmen kann. Stimmt, so war das. Na komm. Plump. Boah, wie sollen wir das schaffen? Theoretisch ist es unmöglich, diese 3 Punkte aufeinander zu bekommen. Ja, es ist unmöglich. Theoretisch. Oder die Frage so ist, wie soll ich das dann schaffen? Ist ganz einfach. Wenn ich das hier so ausrichte und dann quasi wieder den unteren, den äußersten Ring dahin ziehe, dann geht das. Ich werde das aber jetzt nicht tun, weil ich dann später nochmal sowieso dahin müsste und es dann eher Sinn macht, das zu machen, wenn... Da ist kein Gegner. Bin gerade etwas irritiert, aber okay. Also stimmt, die erscheinen erst, wenn man das macht. Also müsste ich es fast mal machen, damit die Gegner erscheinen, dass ich die beim nächsten Mal nicht nochmal abknallen muss. Man sieht, es klappt auseinander. Ja, das ist blöd gewesen. Aber es ist nicht so blöd wie bei manchen anderen Sachen, deswegen ja. Jetzt muss ich hier nämlich in diese Richtung.
Und nein, die respawnen nicht, die gehen out. Hui. Ich muss da oben rum, weil sonst stürze ich in die Stacheln. Ups. Jetzt habe ich jetzt auch... Achso, nee, das kommt erst weiter vorne. Oder? Ja, genau. Hier gibt es zwei Fahrmöglichkeiten. Geradeaus, nach rechts oder nach links. Ich fahre nach links. Weil, wie man schon bei dem einem Ding gemerkt hat, braucht man eigentlich diesen Löwenkopf oder was das sein, ups, sein soll. Den braucht man beim anderen auch, deswegen. Oh, das sieht schon sehr schön aus dafür, dass das auch schon wieder seine Jährchen auf Buckel hat. Das ist von 2008. Was denn auch gleichzeitig bedeutet. Ja, die sind zu klug und sie nehmen sie covern sich. Ich will, dass du den da unten anvisierst. Ah Gott! Ja gut, der macht es mir sehr einfach. Menschen sind in dem Spiel nicht das Problem als Gegnergruppe. Jetzt denke ich, ja, es sind ja eigentlich genug Heiltränke. Ja. Naja. Sollte jetzt trotzdem in diesem Level nicht zu verschwenderisch damit umgehen. Beim späteren Levelverlauf wird es noch etwas schwieriger. Ich versuche mal alle Heil-Optizien aufzusammeln. Und das hier. Lass das Ding fallen. Und da rutscht er. Ich will Heil-Offensive nutzen. Ich finde das eigentlich ganz nett, also dieses Detail, dass die Gegner-Typen-Gruppen auch gegenseitig angreifen. Ich will nur wissen, ob hier noch ein Gegner ist, bevor ich... Ja, tatsächlich, da ist noch einer. Ich will auch nicht meine... Nein, man kann einen Gegner nicht looten. Gegenstände von ihnen aufnehmen. Ah, hier ist noch eins. Ja, Heil-Utensilien können in dem Spiel sehr wichtig werden. Oder die Frage, bin ich spiele nicht mal auf schwer oder so. Ja, ich spiele lieber auf normal. Und es gibt wenig Stellen, wo
wo ich dann absolut abluse, als dass ich dann auf, also wenn ich auf schwer spielen die ganze Zeit am Frecken bin, das ist dann auch blöd zum Zuschauen. Muss ich gerade überlegen. Ach genau, ich möchte hier rüber. Mein Gott, genau, ich möchte darüber. Na, okay, das geht noch. Nicht so schlimm wie erwartet, aber noch nicht sehr praktisch. Ich hab... Das habe ich an Halttrinkern aufgenommen. Ich hoffe, das sind alle. Ich kann es nicht sagen. Hier glaube ich war noch einer. Genau, den habe ich aufgesammelt. Also ich hoffe es mal. Ich habe nicht jetzt nachgezählt, was ich insgesamt an Heilablizien hatte. Ach genau, ich muss hier und muss hier rüber. Muss darüber. Das Licht aufgeht. Dann muss ich hier rüber. Dann muss ich vielleicht. Nee. Genau, so das wollte ich machen. Hier wollte ich hoch. Dass ich dann hier rüber springen kann. Dass ich mich hier runterfallen auf der anderen Seite. Genau. Dann springe ich darüber. Hier rüber. Nein, wenn ich mich hier direkt runterfallen lassen würde, wäre es auch nicht so gesund. So. Meine Angewohnheit gegen alles treten. Indiana Jones wäre stolz auf sie. Und ja, die Kamera passt sich gleich dementsprechend an. Das war nicht das, was ich gedacht hatte, dass ich da machen möchte. Ach stimmt, genau. Ziemlich schön irreführend eigentlich. Man denkt, man müsste eigentlich hier rüberspringen, aber man muss ja einfach bloß an der Stelle hoch. Bastlastiger Donner, also Sounddesign-technisch braucht sich das Spiel nicht verstecken. Ach genau, hier. Ah. Das ist eigentlich recht realistisch mit dem, dass die
aufgeschreckt sind, wenn da sowas passiert. Ich bin jetzt nicht so blöd und springe einfach wie ein Irrer runter. Hui. Ich bin so doof, echt. Ja. So. Was wollte ich jetzt? Ja. Muss ich das nochmal machen? Ich habe mich auch sehr blöd angestellt. Das kommt hier hin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Also schön, ich muss ja eigentlich. Zeig mir keine Lebensanzeige an, also kann es nicht so schlimm sein. Also nochmal hier hin. Runterfallen lassen. Also. Willst du mich verarschen? Da ist keine Kante zum Festhalten. Ah, okay. Da hat er jetzt wenigstens soweit geschaltet. Kann mich hier aber gar nicht so abstützen, dass ich hier rüberkomme, oder? Nein. Muss hier also eine andere Möglichkeit geben. Oder er will, dass ich mich ab hier abstütze. Nein. Wenn ich mich hier nur frei umschauen kann. Ja, ist doch viel einfacher. Ich versuch's doch mal. Ah, genau. Die klassische Methode einfach. Auf gut Glück. Wichtiges. Nein. Genau, hier ist ein Totenschädel. Irgendwas ist.
das nochmal. Schaue ich mich da mal um. Also. Knickknack, knickknack. Also irgendwie sieht das beim Bau rum etwas komisch aus, aber okay. Ah, das ist mir bis jetzt auch noch nicht aufgefallen. Müsste hier hoch. Weißt du, dass ich da glaube ich rum müsste. Muss ich vielleicht hier. Vielleicht hier rüber und hier hoch. Ah, genau, das sieht doch schon realistischer aus. Kommt hier so rüber, genau. Speed klettern. Genau, dann kommt es hier rüber. Danke Kamera, ich möchte gerne wissen, wo sie am Rumklettern ist. So negativ ist mir die Kamera im ersten Spiel nicht aufgefallen. Obwohl sie einem praktische Hinweise gibt, wo man denn eigentlich hin muss. Nein, hatte ich. Das war blöd. Oh. So kann ich mich gleich auch so umbringen, das kommt aufs Gleiche. Regeneriert die langsam? Ich glaube, ich probiere es mal ohne mich umzubringen und dann wird das schon funktionieren. Das ist zum Beispiel eine Kamera, die macht mehr Sinn. Ah ja, jetzt hat's es. Genau, jetzt kann ich hier nämlich rüberspringen. Das ist auch das einzigste Mal, wo man so oft die Y-Taste drücken muss. Also ich kann mich nicht erinnern, die so oft irgendwo anders drücken zu müssen. Gedrückt haben zu müssen. So. Hier komme ich so raus. Hey. Wo ist er denn? Lars, bist du? Das war eine gut eingesetzte Granate, würde ich sagen. Ich muss mich heilen. Ich muss mich da heilen. Das ist. Ach stimmt, genau, da kommt der dann. Ich erinnere mich an etwas, was dann kommt, wo dann ich dann doch nicht so extreme Probleme gehabt habe. Na?
Ups. Und ja, man nimmt auch Schaden, wenn man zu schnell irgendwo gegenfährt. Ah, Moment, ich wollte da nicht entlang. Ist ja aber vielleicht. Nein, das kann Heiding auf dem Weg hätte sein können. Ja, so tötet man einen Leoparden. Oder was? Wo? Na, ja, egal. Eine Wildkatze. Oh, das stört sogar noch. Wait. Ja, das ist ein bisschen, wirkt im ersten Moment ein bisschen komisch, aber... Ich bewege mich hier wirklich außerhalb des direkten Einzugsgebietes des Gegners. Wirkt zwar nicht, ist zwar nicht so stylisch, aber es ist gesünder. Hier müssen noch ein oder zwei sein. Ich hab gedacht, der war noch ein oder zwei. Ach, ich schleppe, hier ist der hier. Den muss ich da. Gott, da muss ich ja dann. Ein Schieberätsel. Da kommt jetzt das, was das Schieberät ein bisschen kompliziert. Man muss es ein Stück zurückziehen. Damit, wenn man hier dann das runterzieht, dass man genug Zeit hat hier. Na? Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas fehlt. Ja, und man kann nicht direkt darunter springen. Ich habe es probiert. War nicht sonderlich effektiv. Was ist das denn? Flumm. Das ist hier auch wieder das gleiche Spiel. Ah ja, und der Controller vibriert, wenn man quasi den richtigen Punkt hat. Also sprich, wenn irgendwas einrastet, dann vibriert der Controller, was ich eigentlich recht nett finde. Ah, okay, das schaffe ich noch. Und ja, das ist kein sehr schweres Rätsel. Aber es kommt etwas erschwerend hinzu.
Das ist schon sehr stylisch. Und deswegen habe ich mein Motorrad hier stehen lassen. Maya-Hieroglyphen. Das Reich der Furcht. Das muss Xibalba sein. Die Unterwelt der Maya. Ja. Willkommen in Xibalba. Naja, wenn wir hier. Achso, stimmt. Hier brauchen wir auch wieder, glaube ich, einen. Brauchen wir den Kopf? Nein, hier brauchen wir den Kopf nicht. Am Schluss kommt man dann quasi hier wieder raus, glaube ich. Ich hoffe es. Ich fahre hier erstmal weiter. Ja, es heißt umsonst Unterwelt und bla und blub. Ach, genau. Stimmt, das war ja der Klassiker mit. Jetzt kommen nämlich Leute mit Arachnophobie sollten nicht hinsehen. Die von mir heißt meistgehasst. Feinde, nicht allgemein im Videospiel, sondern bei Tomb Raider Underworld. Oh, knapp. Hier hat man überall immer wieder mal irgendwelche Heiltränke rumstehen. Aber. Angeblich machten sich die Herren von Xibalba einen Spaß daraus, Besucher mit heimtückischen Fallen zu töten. Komm her. Stimmt, genau. Das ist ja dieses. Aber das ist ein gut, ne, gute Stelle. Ja. Hier ist eine gute Stelle, um den Part zu beenden. Ich hoffe, es hat gefallen und wenn ja, bitte abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.